Nachdem ich der Champ der Pokémon-Liga geworden bin, vervollständigte ich meinen Pokédex für Professor Eich. Ich ging in jede Ecke der Region und versuchte, meinem Ziel immer näher zu kommen. Selbst das legendäre Pokémon Mewtwo habe ich gefangen. Da war ich nun, der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und einem vollen Pokédex. Naja, nur so lange, bis mir ein alter Bericht aus dem Pokémon-Haus auf der Zinnoberinsel wieder eingefallen ist. Tief im Dschungel des Niemandsland. Eine neue Pokémon-Art. Wir nennen sie Mew. Sofort wusste ich, dass ich noch nicht am Ende meiner Reise war. Mew fehlte mir. Ich musste nur diesen Dschungel finden und dann werde ich früher oder später auf Mew treffen. Also ging ich los, sprach mit Professor Eich, ob er wüsste, aber nein, er weiß nichts. Keine Person in ganz Kanto wusste etwas von einem naheliegenden Dschungel, bis eines Tages in Orania City ein Schiff anlegte mit einem Captain namens Brick. Irgendwie zog es mich auf dieses Schiff und ich fragte den Captain, ob er wüsste, was ich meine, weil er als Seemann so viel gereist sein müsste. Er erzählte mir von einem sogenannten Ferneiland. Er wüsste nur nicht, wo dieses liegt, da niemand eine Karte davon besitzt. Ich gab aber noch nicht auf. Eines Morgens nahm ich meine stärksten Pokémon mit, um mich auf eine lange Reise zu machen. Mein Team bestand aus Lurak, Lapras, Bisaflor, Turtok, Relaxo und einem Gengar. Damit wusste ich, ich kann jede Hürde meistern. Nachdem alles bereit war, ging ich zur Zinnoberinsel und ließ mein Lapras ins Wasser, sodass ich auf seinen Rücken konnte. Meine Reise begann. Ich war mehrere Tage unterwegs und war schon längst nicht mehr in Kanto. Viele Pokémon, welche ich vorher noch nie gesehen habe, schwammen an mir vorbei. Eins größer als das nächste. Aber ich wollte nur eines. Mew. Irgendwann kam ich an einer Insel an, die so groß war, dass ich sie nicht ganz umblicken konnte. Ich stieg von meinem Lapras ab und machte mich auf den Weg. Keine Menschenseele war hier. Schnell bemerkte ich, dass die Landschaft kahlgeschlagen worden ist. Keine Bäume, keine Büsche, gar nichts. Nicht einmal mehr Gras. Hier mussten Menschen einmal gewesen sein. Nachdem ich etwas weiter ging, entdeckte ich ein Schild mit den Worten: Wer 6 Tag sollte jemals wieder ein Mensch seinen Fuß auf die Insel dass ein weichherziger Mensch, in dieser Hoffnung gehe ich. Die Schrift war kaum noch zu erkennen. Mir wurde klar, dass hier etwas passiert sein musste und ich sollte es bald erfahren. Ich ging weiter auf einen Hügel und entdeckte einen riesigen Dschungel. Das muss er sein, der Dschungel in Niemandsland. Endlich, ich war angekommen, dachte ich mir, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war bereit und rannte in den Dschungel, bis ich einen Schrei gehört habe, der von einem unbekannten Pokémon kam. Das musste Mew sein und ich sprintete zu dem Geräusch. Aber als ich ankam, war kein Pokémon da. Nur noch mehr Bäume. Da! Noch ein Geräusch! Schnell hin! Wieder nichts. Dieses Spiel ging mehr als 2 Stunden, bis ich mich schließlich umsah und merkte, dass ich mich komplett verirrt hatte. Ich musste hier raus und ging in eine Richtung, aber selbst nach 2 weiteren Stunden war ich immer noch im Dschungel gefangen. Falls mich jemand retten kann, dann meine Pokémon. Ich setzte Glurak ein, stieg auf seinen Rücken und ich wurde sofort wieder runtergeworfen. Glurak widersetzte sich meinem Willen und flog einfach weg. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich rief Turtok aus seinem Ball, er soll Eisstrahl einsetzen und damit einen Orientierungspunkt setzen, damit wir sehen, dass wir hier schon mal waren. Aber anstatt dass er die Gegend einfriert, setzte er es auf mich ein. In letzter Sekunde sprang ich zur Seite und sah, dass Turtok auch verschwunden ist. Einen letzten Versuch wollte ich starten und rief Gengar aus seinem Pokéball. Aber Gengar verschwand so schnell, wie er aus dem Ball kam. Hier stimmte etwas nicht, nur wusste ich nicht was. Jetzt gab es nur noch eine Chance, ich muss Mew finden. Es ist bestimmt die Lösung für das Ganze hier und ich lief erneut seinem Ruf nach. Aber erneut verirrte ich mich immer nur weiter. Seit diesem Tag sind 2 Wochen vergangen. Ich sitze immer noch inmitten eines unbekannten Dschungels. Meine letzte Nahrung habe ich vor 3 Tagen gegessen und das letzte Mal getrunken habe ich vor 2 Tagen. Ich bin mehrere Kilometer weit von Menschen entfernt
Ich besitze nur noch 3 Pokémon und schreibe hier meine Geschichte auf. Seit ich das Suchen aufgegeben habe, kam der Ruf von Mew immer näher. Wenigstens ein Wesen, welches meine Leiche sehen wird. Falls jemand das hier findet, soll er wissen, dass er nicht Mews Ruf folgen darf. Mew ist nicht das süße, legendäre Pokémon, für das ihr ihn haltet.